Hallo und herzlich willkommen bei Bauinfo TV. Wir sind immer noch beim Thema nasse Keller und ich nutze schamlos aus, dass ich einen Bauingenieur und Fachmann im Studio habe, Herr Bünz. Wir haben uns in vergangenen Filmen schon darüber unterhalten, wie man das Grundübel nasser Keller, nämlich die eindringende Feuchtigkeit von außen über Injektionsverfahren abstellt, ja, wie man den Keller wieder abdichtet. Ja. Die Frage ist, was kommt denn dann? Sind wir dann schon am Ende? Das kommt jetzt ganz drauf an, was hat der Kunde vor? Das muss man natürlich im Vorfeld klären. Will er den Keller, als Abstellraum nutzen? Dann sind wir im Prinzip durch. Möchte er im Keller zum Beispiel einen Hobbyraum, ein Büro einrichten oder was man oft hat, dass irgendein Kind ab einem gewissen Alter ein bisschen separat sein will dort unten einziehen. In den Keller eingeschlossen werden muss. Zum Beispiel. Dann muss man ein Stück weitergehen. Dann kommt passend zu dem, was wir schon besprochen haben, kommt dann ein Sanierputz zum Einsatz, der wie eine Klimabox wirkt. Vom Aufbau her, ich muss den alten Putz, das was auf der Wand drauf ist, das muss man entfernen. Was ja meistens auch verschimmelt oder kaputt ist durch das Feuchtigkeitsproblem. Meistens ist es in dem Bereich, wo die Feuchtigkeit war, sowieso schon lose und ist runtergefallen. Also das muss komplett runter. Dann wird eine Abdichtungsebene aufgebaut, die verhindert, dass Kristalle aus der Wand, die ja mal durchfeuchtet war, aber immer noch Feuchtigkeit in sich trägt, das sperrt ab. Das heißt, Salze kommen nicht mehr, die dringen nicht mehr durch. Also das hat nichts mehr mit Wasser zu tun, denn das haben wir ja durch die Injektionsverfahren abgestellt. Das ist weg. Das ist eine Feuchtigkeit, die noch da ist. Aber wie gesagt, das wird abgesperrt, Salze kommen nicht mehr durch. Dann wird ein Spritzwurf aufgetragen und ich komme mit einem Sanierputzsystem, was in der Regel zwischen 20 bis 25 mm stark eingebaut wird. Ein sehr offenporiges Material und dieses Material kann Feuchtigkeit, wenn sie entsteht, aufnehmen und gibt Feuchtigkeit ab, wenn sie nicht mehr im Raum ist. Also das ist, da fängt eine Regulation an. Sie werden, wenn Sie das eingebaut haben, merken Sie direkt einen Unterschied am nächsten Tag, wenn Sie reingehen, der Putz ist drin, dass das Klima sich total verändert hat. Und wenn ich so eine private Nutzung will und will den Raum mehr nutzen, dann muss ich auf so eine Schiene gehen und muss das dann auch noch kombinieren. Das ist dann die besagte Klimabox, von der Sie gerade sprachen. Eigentlich auch wieder ein lebendes Material, was auf verschiedene Feuchtigkeitssituationen reagiert, aufnimmt, abgibt und damit so wie so ein Puffer agiert und ein angenehmes Raumklima baut. So ist es, ja. Wir haben immer in den letzten Sendungen auch kurz darüber uns unterhalten, wie lange braucht sowas? Ist das ein aufwendiger Prozess und mit welchen Kosten muss man ungefähr rechnen? Ja gut, das Putzen, ich sage mal, wenn es um einen Raum geht, dann ist das normal eine Sache von 2 Tagen mit den verschiedenen Stadien, die ich habe und dann ist das fertig. Natürlich muss das noch ein bisschen austrocknen, aber Sie haben keine Handwerker mehr im Haus. Es ist nach 2 Tagen erledigt und nach einer Woche können Sie da einfach feuchtfröhlich weitermachen mit Farbanstrichen, die natürlich abgestimmt sein müssen auf das Material. Das heißt atmungsaktiv, das ist so unser Stichwort, das ist ganz wichtig, damit das Material, wie Sie schon sagten, diese Regulation der Feuchtigkeit übernimmt. Offenporige Anstriche, keine Latexfarbe. Das wäre nicht ganz so gut. Okay. Kommt auf die Nutzung an. damit hat man eigentlich schon sehr lange Erfahrung mit solchen Putzen. Ne? Der beliebte Lehmputz ist in aller Munde aus der Vergangenheit. Den gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt diese Dämmputze? Sanierputze. Sanierputze greifen im Prinzip das Verfahren auf, aber verfeinern es nochmal. Unsere Technik ist halt heute viel weiter, ja. Aber man hat das schon gehabt in der Zeit um Jesus, ja. Kein Thema. Sie können das auch in der Bibel nachlesen. Stehen auch die Punkte drin mit Lehmputzen, mit Schimmel. Also das verfolgt uns schon ewig. Wir tun gerne so, als wäre es was Neues. Aber Schimmel ist überall, wo wir auch sind. Okay, herzlichen Dank. Das war der letzte Schritt der Sanierung feuchter Keller. Hier jetzt in dem Fall über entsprechende Putze. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren, uns da nochmal fachkundig Auskunft gegeben haben. Ihnen danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Bauinfo TV.